Hallo Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Im heutigen Video schauen wir uns an, wie wir in InDesign automatisierte Seiten- und Kapitelnummerierungen hinzufügen können. Das Ganze dauert nur ein paar Sekunden, ist gar nicht schwierig oder aufwendig. Es erspart euch aber super viel Zeit und ihr könnt damit effizient arbeiten, vor allem wenn ihr eine Hausarbeit erstellt, eine Online-Präsentation, Broschüren oder andere mehrseitige Dokumente. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze geht, dann bleibt dran. Und nun wünsche ich euch viel Spaß dabei und los geht's. Ich habe jetzt in InDesign insgesamt 5 Seiten erstellt. Die seht ihr hier rechts, aber auch hier, wenn ich mal runterscrolle oder herauszoome, dann seht ihr, dass ich insgesamt 5 Seiten habe. Und diese 5 Seiten sollen hier eine jeweilige durchgängige und vor allem automatische Nummerierung haben. Das heißt, ich füge einmal eine Nummerierung ein und die wird dann auf allen Seiten direkt aktualisiert. Diese Funktion könnt ihr jetzt natürlich für unterschiedliche Zwecke nutzen. Zum einen, wenn ihr eine Broschüre, ein Buch oder einfach ein mehrseitiges Dokument wie beispielhaft für eine Hausarbeit erstellt, dann gibt man ja meistens immer eine Seitenanzahl auf jedem Dokument an. Und wenn ihr einfach nur eine digitale Präsentation vorbereitet oder einfach verschiedene Folien für andere Zwecke, dann kann man diese Funktion natürlich auch für die Kapitelnummerierung verwenden. Fakt ist, dass die Herangehensweise für die Seitenanzahl, aber auch für die Kapitelnummerierung eigentlich die gleiche ist. Und ich zeige euch jetzt 2 Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt und welchen Fehler ihr vermeiden solltet, um einfach effizient arbeiten zu können. Nehmen wir jetzt folgenden Fall an. Mir gefällt dieses Layout hier von dem Grundaufbau sehr gut. Das heißt, ich möchte dieses Layout auch für alle zukünftigen Seiten übernehmen und nur einfach die Bilddatei austauschen, den Text ergänzen oder bearbeiten, genauso das Datum unten rechts. Aber die Kapitelnummerierung hier oben links soll immer aktualisiert werden. Das heißt, Schritt 1 ist, ich erstelle erstmal eine Seite, die mir vom Layout her passt und kann diese dann kopieren. Jetzt müssen wir auf diesem Layout natürlich erstmal ein Textfeld noch hinzufügen, und zwar für die Kapitelnummerierung hier oben links. Ich kopiere jetzt einfach mal dieses untere rechte Textfeld, ziehe das mal etwas größer, dann gebe ich hier 01 ein, stelle das Ganze hier um und passe noch die Schriftgröße an auf 150. Jetzt ziehen wir hier noch diesen Rahmen etwas kleiner, positionieren den Schriftzug so, wie wir es eben haben möchten. In meinem Fall gefällt mir das jetzt so wunderbar. Ich möchte jetzt, wie gesagt, einfach dieses Layout kopieren und einfügen. Wie wir sehen, habe ich natürlich hier im Arbeitsschritt davor schon meine ganzen anderen Bilddateien und das Datum sowie den Text ergänzt und erstellt. Das heißt, in meinem Fall wäre es jetzt ein Nachteil, wenn ich jetzt mit dieser Variante starte. Jetzt muss ich die 01 markieren, gehe auf Schrift, Sonderzeichen, Marken und aktuelle Seitenzahl. Jetzt seht ihr, dass er mir direkt das Ganze in 1 umbenennt, weil wir hier natürlich eine klassische Reihenfolge haben der ID-Nummerierung mit 1, 2, 3 und so weiter und nicht 0, 1, so wie ich es haben möchte. Ich kann das jetzt aber selbst abändern, indem ich einfach eine 0 noch hinzugebe und nun würde die Seite so auch chronologisch weiter nummeriert werden. Nachteil ist jetzt natürlich, dadurch, dass ich alle anderen Seiten schon angepasst habe bzw. meine Bilddateien hinzugefügt habe, sowie den Text und das Datum, habe ich das Problem, dass natürlich diese Nummerierung nicht mehr von selbst übernommen wird. Das wäre nur der Fall, wenn ich jetzt meine erste Seite einfach duplizieren würde. Jetzt seht ihr, dass hier ganz unten quasi diese Seite hinzugefügt wurde bzw. kopiert. Und die Seitenanzahl 06 ergänzt wurde. Wenn ich diese Seite jetzt einfach nach oben verschiebe, dann wird das Ganze hier auch wieder aktualisiert auf 02. Wenn ich sie weiter nach unten verschiebe, 03 und so weiter. Also das Ganze passt sich immer wieder an. Jetzt werdet ihr auch selbst den Nachteil bei dieser Methode feststellen,
Denn ich habe jetzt natürlich immer diese Seite so, wie sie ist, kopiert und müsste erstmal wieder alle meine Bilddateien austauschen, den Text ändern, das Datum und so weiter. Das heißt, die Variante funktioniert eher dann gut, wenn ihr erstmal euch Gedanken über das Grundlayout macht, so wie hier bei Schritt 1, und die anderen Seiten noch nicht bearbeitet wurden bzw. noch nicht mehr erstellt worden sind von euch. Dann könnt ihr einfach eben eure ganzen Bilder und so weiter umändern und habt den Aufwand nicht mehr. Wenn ihr natürlich schon diese ganzen Seiten erstellt habt, dann ist das eher ein falscher Weg. Der richtige Weg kommt jetzt. Denn wenn ihr noch nicht wisst, wie das Ganze sich weiterentwickelt vom Layout her und so weiter, arbeitet man eigentlich immer mit den Musterseiten. Mehr zum Musterseitenthema findest du im Anschluss, da markiere ich dir gerne das passende Video dazu. Hier müssen wir jetzt nämlich die Musterseite verwenden. Wir kopieren jetzt unseren Schriftzug, am besten wieder hier die 01, gehen auf die Musterseite A, ich zoome etwas raus. Und platziere jetzt erstmal hier meine Nummerierung hin. Und zwar soll das Ganze hier hin. Die 0 bleibt hier stehen, weil es soll einfach immer eine 0 davor sein. Wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr das auch auslöschen. A steht jetzt einfach für die chronologische Reihenfolge von 1 und so weiter. Jetzt werdet ihr sehen, wenn ich jetzt hier das Ganze mal rauslösche, meine Textfelder von vorher, dann seht ihr, dass mir InDesign direkt eine chronologische Nummerierung hinzugefügt hat. Das wäre jetzt optimal für die Seitenanzahl zum Beispiel. Könnt ihr dann einfach dieses Textfeld nach unten ziehen und dann wird das direkt auch übernommen bei den ganzen anderen Seiten. Das ist der Vorteil, wenn man mit Musterseiten arbeitet. Und wenn ich jetzt eben sage, ich möchte hier immer noch eine 0 davor stehen haben, dann wird auch das übernommen. Ein weiterer Vorteil dieser Arbeitsweise ist natürlich, sobald ich noch nicht wirklich weiß, wie mein Layout aussehen soll oder ich einfach bestimmte Sachen erstmal grundsätzlich festlegen muss für mich selbst, habe ich nicht das Problem, dass ich dann alle Änderungen auf jeder Folie direkt auch wieder einzeln bearbeiten muss, sondern ich mache es einmal auf dieser Musterseite und das wird direkt auch hier aktualisiert bzw. übernommen und angepasst. Wir arbeiten also immer mit der Musterseite erstmal und wichtig dabei ist immer erstmal einen Textrahmen aufzuziehen, dann die erste Nummerierung einzutippen. Ihr könntet auch alphabetisch vorgehen, also einfach A bis Z, dann gebt ihr hier einfach A ein. Die Nummerierung machen wir natürlich hier erstmal aus. Dann ändern wir noch die Schriftgröße. Lassen einfach mal beispielhaft diese Schriftart drin. Und ganz wichtig, wieder das Ganze markieren. Auf Schrift gehen, Sonderzeichen, Marken und aktuelle Seitenzahl. Dann steht hier wieder A. Ihr könnt hier auch die Farbe dann anpassen, je nachdem, wenn ihr eine andere Farbe haben möchtet, dann wie gesagt hier auf der Musterseite anpassen. Und wenn wir jetzt auf unsere Seiten drauf gehen, dann werdet ihr wieder sehen, dass wir hier überall an der Stelle die chronologische Nummerierung der Seiten haben. Jetzt ist das natürlich etwas unvorteilhaft platziert. Wir platzieren das Ganze mal hier unten links hin und dann seht ihr das Ganze auch hier. Ich lösche jetzt das mal wieder raus und das lasse ich erstmal stehen, aber die 0 kommt weg, weil jetzt möchte ich euch noch einen kleinen Trick zeigen. Wir sehen ja hier diese 1, 2, 3, 4, 5 und 6 stehen, weil die Nummerierung bei uns so in InDesign angelegt ist, dass wir eben von 1 beginnen. Wie bereits erwähnt, ich möchte ja, dass es mit 01 beginnt. Dafür gehen wir auf Layout, Nummerierungs- und Abschnittoptionen. Und dann seht ihr hier dieses wichtige Fenster. Zum einen immer die automatische Seitennummerierung anmachen. Dann könnt ihr hier eben das Format auswählen. Entweder eben Buchstaben oder römische Zahlen oder eben 01. Und das benötigen wir ja in unserem Fall. Das mache ich jetzt an, klicke auf OK. Und jetzt werdet ihr sehen, dass sich das Ganze auch direkt hier in unsere Vorlage aktualisiert.
Tada! Und so einfach geht das. Es dauert nur ein paar Sekunden. Und wie gesagt, ich empfehle euch, mit der Musterseite zu arbeiten. Ob ihr jetzt die Null davor stehen haben möchtet oder nicht, ist natürlich eure Sache und hat natürlich wieder gestalterische Gründe oder wie ihr arbeitet. Ihr könnt natürlich das alphabetisch machen, habe ich euch gerade gezeigt. Wenn ihr aber schon von Anfang an wisst, wie eure Seite aussieht und das soll übernommen werden, dann könnt ihr natürlich direkt hier auf den Seiten das einmal eingeben, einstellen und diese erste Seite immer wieder duplizieren und anpassen. Erstellt ihr eher eine Broschüre oder ein Buch oder wie gesagt eine Hausarbeit und möchtet klassischerweise einfach eine Seitennummerierung haben, dann immer über die Musterseite und so einfach kannst du die Seitenzahl automatisiert hinzufügen oder auch eine Kapitelnummerierung. Jetzt bist du an der Reihe. Schreib mir unbedingt in die Kommentare hinein, welches InDesign-Tutorial du dir als nächstes wünschst. Und ich freue mich über deine Unterstützung, indem du das Video likest oder teilst. Weitere InDesign-Tutorials verlinke ich dir jetzt im Anschluss. Und ja, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es geht euch allen gut. Bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder.